Ah, jo, 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 jo. So, jetzt geht's los. Wir werden jetzt hier etwas ganz Besonderes heute machen. Ich werde heute zwei Charaktere auf Stufe 10 aufleveln. Ich schätze mal, das gab es wahrscheinlich in keinem anderen Video bis jetzt von irgendeinem Spieler. Wir gucken einfach mal, dass das jetzt hier auf Anhieb gelingt. Herr Gleich 2 gegen Nordic. Und dann sehen wir mal zu, dass wir das heute packen. Das ist nämlich durchaus machbar. Mit ein bisschen Glück sollte ich das jetzt in den nächsten 10 Minuten oder so geschafft haben. Jetzt schauen wir erstmal. Wir machen jetzt mal hier The Stingers. Fangen wir mit The Stingers an. Dann habe ich hier vorne den Buff Fry gleich. So, dann machen wir hier mal den Roger hin. Und eigentlich kann jetzt schon nichts mehr passieren. Ich kann jetzt hier schon auf Automatik und Skip gehen und dann wird der Nordic auf jeden Fall verlieren. Schauen wir mal. Also Buff Fry auf der 1, da passiert nichts mehr. So, 150 und 98. Zwei Stück fehlen mir noch. Dann habe ich die Tina auf Stufe 10. Jetzt schon. Ja. So, ja, eben gerade das Spiel abgestürzt. Macht nichts. Also, yo. Nebenbei, eben gerade hat der Herr sofort gegen Toms Topic gespielt und hat dem da im Video einen reingedrückt. Eine Combo. Eine Combo. Möchtest du das kurz mal abspielen, was da passiert ist? Das darf ich nicht. Darfst du das Das ist nicht? Copyright. Weed Mage. Weiß ich nicht, ob das Copyright ist oder nicht. Also er war auf jeden Fall, naja, gut, das, was er gesagt hat. So, Weed Mage. Er sagt auch, also ich darf halt jetzt sagen, ich darf ja sagen, was er gesagt hat, aber nicht das auch vom Video abspielen. So, ich mache jetzt hier das Oder? 300-Dollar-Messer Darf man hin. das? Nee, Ja, oder? das Video abspielen musst du ja jetzt nicht, oder kannst du ja. Also, Kannst du. und zwar, pass auf. Er sagte gerade eben, als er gegen mich gespielt hat, und dann stand er da oben auf so einem, ja, Turm mit einem Cobweb, wo man halt schon genockt werden kann. Da habe ich mit Top Stoppik halt in das Cobweb abgebaut. Und hab ihn, und dann ist er auf mich runtergesprungen und ich habe ihm einmal in der Luft gehauen, dann habe ich den das zweite Mal in der Luft gehauen und dann ist er auf einmal, hat er auch einmal gesagt, wie kann er das, wie? Und dann hat er gesagt, dann, als er mit der Enderperle weggegangen ist, hat er dann gesagt, wie, das war ja schon fast Das unmenschlich. war schon fast unmenschlich, hat er gesagt. Ja, ist auch voll witzig eben. Ja. Ja, So, Dan Scream. das ist so So, Herr geil. Gleich 2 gegen Dan Scream. So, und ihr seht beide Charaktere fast auf Stufe 10. So, Wie und wir kann werden beides jetzt in diesem Oh, einen ist Video cool. schaffen. Bin noch nicht mal Arena 15 hier und hab zwei Charaktere dann auf Stufe 10. Baby. So, Gasgleich ist da noch mit hin und jetzt geht's richtig los. Das wäre die Cheerleaderin, die brauche ich da nicht. So, jetzt kann ich die Automatik reinmachen und kann ich durchlaufen lassen. Dance Screen hat keine Chance mehr. Komm, Baby, auf, jetzt gib mir mal die letzten Dinger, dass ich jetzt hier mal endlich meine beiden Charaktere auf Stufe 10 bekomme. Auf, los geht's los. Und an ihr, Tina auf Stufe 10. Oh. Yo, Mann. Ist das geil oder ist das geil? Ja, Mann! There's a party. Badam, badam, bam, there is a party. So. Täglich 9 bis 5. Hammer, 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 Hammer. So, und die Maximierung habe ich jetzt auch geschafft. So, also, genau. Da gibt es auch nochmal 100 dafür und 10.000 und 150 Gigawatts. Ja, Mann. Und jetzt holen wir uns gleich noch den Bobby hinterher. So, Tina haben wir jetzt schon auf Stufe 10. Jetzt holen wir uns den Bobby auf Stufe 10. Alles in einem Das war einzigen ja schon Video. gerade witzig, oder Das war gleich? auf jeden Fall super witzig. Mortef. Vor So. allen Dingen, das war ja sogar letzte, was ich da gemacht habe. Jetzt können wir den Babybänder spielen. Oder wir machen den Center Bänder. Der ballert gleich noch eine 10. So, hier muss jetzt was passieren, dass da dieser Sexualkunde Peter eine auf den Frack bekommt. So, das wäre die Freezer Dome, die. Ja.
Wenn ich jetzt die nochmal spiele, dann ist auf jeden Fall der Sexualkunde. Es könnte jetzt echt noch problematisch werden. Aber jetzt ist es vorbei. Jetzt sind zwei Karten da. Sexualkunde Peter ist weg. So, jetzt muss ich noch da diesen den Freak da stoppen. Steve Smith, haben wir hier noch mit hin? Oh Scheiße, oh shit, Mann. Gibt's doch alles gar nicht. Komm, irgendwie muss ich jetzt hier durchkommen bei dem. Irgendwie muss ich jetzt durchkommen, dass ich das schaffe. So, also Blurns Ball hier hin. Weiter geht's, komm. Ah, Mortev. Gegen Mortev habe ich jetzt verloren. Verdammte Axt. Gut, egal, ich bleib dran. Ich werde jetzt meinen Bobby auf Stufe 10 auch noch holen. Das kriegen wir. Schaffen wir. Das schaffen wir in diesem Video. In diesem sensationellen Video. Christophs AK Nüsses Geburtstag. Happy Birthday, man. Wird mein Glückstag hier bei Animation Throwdown für einen zweiten Account sein. So, schauen wir mal. Ich hoffe, dass er einen super schönen Geburtstag hat. Muss hier. Alles, alles Gute, mein Lieber. Benders Verteidigung und jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir hier betrunken auf dem Rasenmäher. Wenn die jetzt erstmal richtig in Fahrt kommt, ist das Ding sowieso schon durch. Ich mache jetzt erstmal hier die Gas Class hin. Jetzt da die Ringenkarte. Mit der Ringenkarte werde ich jetzt die Louise einsetzen. Und jetzt sehen wir mal zu, dass wir hier den Sack zumachen. Das Ding wird jetzt gleich hier vorbei sein. Jawohl, noch eine paddelnde Peggy hinterher. Und dann haben wir das auch schon wieder geschafft. Und dann haben wir Mossia besiegt. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. So, gucken wir mal, ob wir die letzten zwei zu... So, und nein, jetzt hat es nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Aber ich habe immer noch fünf Stück. Fünf Stück, ohne nachzufüllen, das wird funktionieren. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich das in den fünf Stück jetzt hier schaffe. Da ist der Bobby. Astro 1. Ich werde beweisen, dass ich die Hill-Familie beherrsche. Du beherrschst gar niemanden, mein Freund. So, uns geht weiter. Ansage. Astro 1. So, jetzt muss ich mal schauen, was ich hier draus mache. Gut, gegen die Verteidigungskarte kann natürlich hier die Louise erstmal richtig Vollgas geben. Das wäre die Freezer Dome Louise. Dann spielen wir als erstes mal hier den Bender. Erstmal den Bender, dann hätten wir den Disco Bender. Wäre auch eine Möglichkeit. Linda Belcher, das wäre das Dragon Costume. Und da hinten ist der Disco Hank. Der Disco Hank, naja, kommen wir mal den Disco Bender. So. Was jetzt vielleicht gar nicht so geschickt war, wenn ich mir überlege. Das wäre die Dodgeball-Louise. Dodgeball-Louise, die kann natürlich jetzt richtig, richtig rocken, sage ich mal. Hank Hill da hinten gegen Amys sprechendes Tattoo. Na komm schon. So, und jetzt ist das Thema durch, wie ihr seht. Jetzt ist es vorbei. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob es jetzt funktioniert. Ob wir jetzt gegen Astro 1 hier tatsächlich... Und... Ja, Mann! Und Bobby auf Stufe 10. There's a party! Bam, 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 wow! Zwei Charaktere in einem Video in nur 10 Kämpfen auf Stufe 10. Das gab's, glaube ich, noch nicht auf YouTube. Ja, so, gucken wir mal ganz kurz hier rein. Wieso steht er immer noch da? Stufe 10, der Bobby. Und Stufe 10, die Tina. Ist das nicht mega, 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 mega nice? Und das in nur 6 Kämpfen. Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Mission complete. Damit ist es geschafft. Geil. Ja, by the way, unsere Gilden brauchen jeweils wieder Verstärkung von euch. Kommt zu uns, Bock drauf, wenn ihr Lust drauf habt, dann joint Gilde 1 oder Gilde 2. Jetzt momentan offen beide Gilden.
Wer richtig Spaß an dem Spiel hat und wer Bock drauf hat, der kann uns einfach joinen. Wir freuen uns auf euch. Also, macht's gut, bis dann und tschüss. Like da lassen und abonnieren und wieder schauen, wieder reinschauen, wenn die nächsten Videos da sind. Geil, macht's gut, bis dann und tschüss.